Mahlzeit, liebe Leute, eine neue Aufnahmesession zu Assassin's Creed 2. Mal sehen, wir sind ja jetzt hier aus Firenze geflohen, haben Mutter und Schwester dabei und jetzt gucken wir mal weiter, ne? Könnt ihr mal rennen, geht vielleicht ein bisschen schneller. Die Mädels da hinten können ja auch laufen. Ach, Mauspad. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Geht's noch? Mein Beileid für den Verlust deines Vaters und deiner Brüder. Ey, Alter. Alter. Haut der mal Mutter? Das wird mir zu langweilig. Mach's doch selber. Erledigt ihn und schont die Frauen. Was? Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Tötet sie. Tötet sie alle. Tabula rasa! Ja, jetzt haut er wieder ab, der Sack. Ey, ey, ey. Oh. Einmal. Den da will ich haben. Mach den mal weg. So, der wäre fort. Alter! Lass meine Schwester und meine Mutter in Ruhe. Die haben ja nicht mal Waffen. So. So noch rein, den Depp. Die hat ja nicht mal ein Schwert und du haust auf die ein. Was für ein Typ bist denn du? So, und alle drauf! So, passt. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario? Zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Mario hat uns gerettet. It's a me, Mario. Entschuldigung, das musste jetzt sein. So, wie wär's, wenn du mal das Schwert wegsteckst? So. Die Musik ist so schön hier. Sieht aber schon ein bisschen runtergekommen aus, Monteriggioni. Ja, das ändern wir. Ach, ein bisschen die Musik genießen. Monteriggioni. Casa Dolce Casa. Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Toden einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen. Vielleicht entdeckst du ein paar davon. Ja, die werden wir suchen. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte. Mhm. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Ja. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir,
Ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte, er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. Okay. Aber bevor wir jetzt erstmal den Schmied aufsuchen, mache ich jetzt erstmal... Hallo. So rum. So rum wird ein Schuh draus. Will ich jetzt erstmal den Aussichtspunkt da oben haben. So kann er nicht hin. Das können wir noch nicht. Ja, und ab Assassin's Creed 2 geht's jetzt dann los mit den ganzen Renovierungen. Ich weiß gar nicht, kann man das bei Unity auch? Ich habe Unity noch nicht so richtig gespielt. Müsste ich mal gucken, ob das da auch geht. Aber ich denke, da kann man auch Renovierungen machen. Weil Brotherhood können wir ja ganz Rom aufbauen. Revelations können wir machen. Bei Assassin's Creed 3 können wir das ja auch machen. Moment. Ah, da hinten, da ist er. Da ist er, was ich suche. Wupp. Bei Rogue was kann man auch noch Renovierungen machen. Bei Assassin's Creed 4 kann man es, glaube ich, auch. Oh Mann, oh Mann. Ich habe hier noch einiges vor mir. Plotsch. So, jetzt mal schnell zum Kollege Schmied. Todessprung habe ich eben gerade gemacht. So. Okay. Alles klar, gut. Also zum Schmied. Wieso muss ich hier an Assassin's Creed 1 denken? Oh, alter Ir. Mich dünkt, meine Schüler wissen nicht, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht könnt ihr ihnen sagen, was ihr wisst. Ja. So, ein paar Stiefel und einen Dolch kaufen. Können wir was reparieren? Nö. Also. Ein paar schöne Stiefelchen. Flupp. Wunderbar. Dann Waffen. Kleine Waffen. Eine Dolch. Nehmen wir doch gerne mit. Akzeptieren. Jo. Wunderbar. Munition können wir noch nichts. Schade, leider. Verzeiht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Ich hab immer Geld. Wenn nicht, kill ich irgendwo eine Wache und dann passt das schon. Da-da-da-de-do. Medizin kaufen. Heilen brauchen wir nicht. Apothekenbedarf. So. Das wird auch gekauft. Wunderbar. Schon bald fühlt ihr euch besser. Ich fühle mich schon die ganze Zeit gut. Oh, wir haben einen weiteren, nicht Lebensba... Ja, plus 800. Wir haben ein weiteres Lebenskaro gekriegt. Kann man Karo sagen? Wir haben ein neues Lebenskaro. Aha. Okay. Gucken wir mal, was der Mario uns so zu sagen hat. Nicht Maus verziehen. Bisschen ruckelt das hier. Warum? Was ist denn da los? Warum ruckelt dem? Na, Schwesterchen. Ich finde das ja so genial hier drin. Oh, das sieht so schön aus hier. So ein Bunker hat mir auch gefallen. Keine Sorge. Hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Ach. Warum? Ist doch schön hier. Ein paar Bilder an die Wand. Ein bisschen Farbe. Ein bisschen helleres Licht. Und schon... Alles Wunderbärchen.
Geil. Ja, da hinten, da können wir was draufstellen, aber das suche ich jetzt noch nicht. Das machen wir später. Weil es gibt hier nämlich auch noch so ein paar kleinen, so ein paar Statuen. Ich glaube 6 oder 8 Stück. Die hier in ganz Monterigioni verteilt sind. Ja. Wie ich ja eben sagte, ein paar Bilder. Die können wir dann beim Kunsthändler kaufen. Und hierhin. Alter, ich finde das so schön hier. Ich will ja nie wieder weg. Also, mir gefällt Monterigioni. Also, die Claudia, die ist ja viel zu verwöhnt. Aha. Das Arbeitszimmer. Zu dem können wir nachher. Flupp. Gehen wir kurz da hoch. Ah. Das hier ist an unser Zimmer. Uberto, das ist unser erstes Ziel. Da hängen wir dann unsere Bilder auf. Oh, oh, das sind zwei Kisten. Kisten, Kisten. Gleich mal plündern. 311. 285. Wunderbärchen, Wunderbärchen. So. Platsch. Also mir hat jetzt hier echt gefallen. Ich weiß, was die Claudia hat. Ugh. Da ist die Mama. Mit der können wir nichts machen. Okay. So, gucken wir uns mal da unten um. Aha, jetzt sind wir wieder draußen. Ah ja, das finde ich auch so ein schickes Gimmick von Assassin's Creed. Hier, wo wir unsere ganzen Rüstungen ansehen können. Die Waffen, Waffen ist glaube ich woanders da. Waffen sind hier. Aber da haben wir ja jetzt nur ein Dolch. Leider. Da sieht man mal, was wir noch alles an Waffen wir uns besorgen können. Schwerter. Wahrscheinlich irgendwo auch noch Keulen. Spezialwaffen, schwere Waffen etc. Ne, schwere Waffen gibt es glaube ich hier noch nicht. Ah ja. Da haben wir eine, Übersicht von Monterigioni. Schön. Auch noch ein Arbeitszimmer. Wunderbar, wunderbar. Mal gucken, was der Mario zu sagen hat. Hallo Onkel, ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell, ben fatto. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Das habe ich doch schon in Assassin's Creed 1 nicht so gern gemacht. Kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Vater war ein Assassine, Ezio. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Das kann ich nur schwer glauben. Wie erfasse ich denn ein Ziel? Moment. Optionen. Steuerung. Steuerung anpassen. Modus auffällig. Ego-Perspektive. Ziel erfassen ist F. Aha, okay. Glaubst du, es wäre ein Schuldenkatalog? Das sind die Namen der Verantwortlichen für den Tod deines Vaters. Fähigkeit schneller Schritt erlernt. Gut, okay. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie.
wie etwas von einem alten Pergament. Hey. Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klingel. Also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben willst. Codex? Sie, eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck und die Technik. Unser Credo ist. Halten Sie. Der Codex enthielt ein wichtiges Geheimnis. Etwas, das uns verändern würde. Vielleicht haben Sie ihn deshalb geholt. Assassinen, Templer, Codex. Warte mal, wie geht denn das jetzt? Das ist alles sehr viel. Halten Sie. Du musst deinen Geist öffnen. Achso, wenn der Gegner angreift. Nicht zu schwach. Alles ist erlaubt. Hopp, komm. Hey, Altar! Halten Sie! Alter, was ist das für ein Symbol? Ich hasse sowas. Ich will selber kämpfen und nicht um mir irgendwie was gezeigt bekommen. So, was ist das? Wo bist du? Das ist Zielerfassung. Modus auffällig. Ach so, da muss ich die Leertaste drücken oder was? Ey. Alter! Alter, ich bin doch auffällig! So, das ist die Taste. Ach, Mann, sag das doch. Das ist die Taste auf der Maus und nicht die Leertaste. Ach, bin ich doof. Ich hasse diese Momente. Oh. Ach, man, bin ich froh, wenn der Kack da jetzt vorbei ist. Du machst gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ja, ist ja gut. Ich sehe sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, die während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Schmeißen weg! Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. War Uberto einer von ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Vaters Liste? Genau so. Ja, und jetzt? Das heißt wir. Fliehen, ich bin doch schon weg. Wie sein Vater, Francesco. Wahrscheinlich wie die ganze Pazzi-Familie. Ja, das würde vieles erklären. Hallo, ich bin doch schon weg. Ah! Fliehen, wenn der Feind aufgeschaltet ist. Und festhalten, während sie vom Gegner entfernen. Ja, und jetzt? Ja, hallo. Hallo, ich flieh doch. Was soll das? Wie soll... hä? Hä? Da, hier, friss. So, und jetzt weg. Alter! Was soll der Scheiß? Ich hasse dieses. Ja. Also wenn der Feind stinkt. Ach, fu dich.
Aha, wie hab ich das jetzt gemacht? Alter, ich will nicht fliehen. Ich hasse Flucht sowieso. Aua, Sack. Seht nur ihre stolze Haltung und ihren unbeugsamen Schritt. Was für ein. Hopp, hau ab. Hopp, noch M-Hol. Hopp, ich will das ja fertig haben. Das nervt doch. Hopp, Maus. Rutscht vom Mauspad weg. Hopp, komm noch M-Hol. Warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Ach du Penner, hier friss! Kann man mal ein Tutorial mir mal zeigen, dass es mal weiß, wie das geht? Oder eine Tastenkombo? Ich hasse das! Endlich! Herrschaftszeiten nochmal. Ich bin halt eben einer, der gern draufkloppt. So, hier, friss. Und fliehen werde ich sowieso nicht. Hier, hopp, auf den Mario. Gut so, Neffe. Hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet. Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Neri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Ach, Mann. Endlich haben wir das hinter uns. So, wo ist jetzt der Mario? Mario. Mario. Onkel! Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Ich will dabei sein. Bei den Ställen findet ihr, was ihr braucht. Gut. Übung macht den Meister. Gespeichert ist. Ja, 30 Minuten. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Weil irgendwie ruckelt das auch ein bisschen. Deshalb nehmen wir mal dann hier da weiter. Hier ist noch niemand. Das ist gut. Und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Assassin's Creed 2. Ich wünsche euch was und adios.